So, dann die Aufgabe 6.6. Brauchen nur noch das hier. So, berechnen Sie den Strom I5 an eingezeichneter Stelle nach dem Überlagerungsverfahren und so weiter. Ich zeichne es mal hin. Trotz allem. Halt, da kommt noch einer dazwischen. So, R. Da ist der I5, den haben wir schon strategisch gut platziert. R halbe U0, I0. So, Überlagerungsverfahren. Also erst einmal, ich nenne die Quellen hier mal 1, 2 und da habe ich die Spannungsquelle mit U0, die 3 vergessen. Schauen wir uns mal an, was denn die Quelle 1 macht. So, alle Quellen aus, also alle Bubbles weg und dann als allererstes den Gesamtstrom oder Gesamtwiderstand ausrechnen. Ich zeichne ja so gern. So, R halbe R. Ja, das ist jetzt nicht schön geschrieben, es geht auch nicht um schön schreiben, es geht darum, das einigermaßen flott hinzukriegen. Und hier haben wir das I5 hier unten. So, was wir im Prinzip erstmal bräuchten, wäre hier beispielsweise hier mal den Gesamtstrom. Das ist immer das, was man als allererstes ausrechnet. Nennen wir ihn mal I1, beziehungsweise hier I5.1 und das nennen wir mal I1.1. Okay, so, können wir vereinfachen, damit wir den Gesamtwiderstand raus haben. R und R macht R halbe, mit R zusammen macht mit R halbe zusammen macht wieder R, parallel zu R halbe, zu R macht wieder R halbe. Also U0 und hier hatte ich gerade gesagt R halbe und hier ist R und hier ist R und hier ist der I1.1 und dann ist der I1.1 ja schon mal gleich U0 durch 3 halbe R, also gleich 2 Drittel U0 durch R. Okay, wie tasten wir uns weiter ran? Das sind 5, ja. So, wie tasten wir uns weiter ran? Wir wollen den Strom hier unten haben. Das heißt, am allereinfachsten rechnen wir uns einfach mal aus, wie groß der Spannungsabfall hier an dieser Stelle ist. Den nennen wir mal U3.1 meinetwegen. U3.1 ist I1.1 mal R halbe, also gleich ein Fünftel Gesundheit U0. So, was wir dann brauchen, sind die Spannungsabfälle über diesem Widerstandskonglomerat und nennen wir mal den hier U5.1. U5.1 ist gleich U3.1 halbe, also gleich ein Zehntel mal U0 und dann ist I5.1 gleich U5.1 mal R, durch R, also gleich ein Zehntel U0 durch R. Soweit so gut? So, den merken wir uns, den brauchen wir hinterher. So, zweite Quelle. Also wenn Ihnen da irgendwas nicht passt, dann sagen Sie Bescheid, ne? Zweite Quelle. Ich wandle die Quelle um in eine Spannungsquelle. Das darf ich ja. Ich darf nur nicht zusammenfassen. Das wurde mir verboten. Dann geht der Pfeil so rum. Richtig, von oben nach unten. Ja, so muss das sein.
Das brauchen wir auch nicht. So, R halbe, das übliche R I 5,2. Da gefällt mir gerade was nicht. Ja. Ja. Und halt, das ist natürlich I0 mal R. So, das heißt also, in dieses Bild ist eigentlich exakt das gleiche Bild wie da. Ne? Mit zwei kleinen Unterschieden, also nicht exakt, sondern nur fast exakt, mit zwei kleinen Unterschieden, nämlich aus der Spannungsquelle U0 ist eine mit der Spannung I0 mal R geworden und das auch noch andersrum, also eigentlich minus I0 mal R. Das heißt also, aus Analogie zu 1 folgt I52 ist gleich minus 1 Zehntel I0. So. Nicht gut? Ja, das minus 1 Zehntel. So, dasselbe wie hier. Ja, das ist schon nur das Vorzeichen. Wieso? Ich weiß nicht, warum da ein negatives. Ja, weil das andersrum ist. Weil die Spannungsquelle ist doch die der gleiche Massebezugspunkt quasi, oder? Ja, aber das macht doch nichts. Trotzdem schiebt sie andersrum. Gucken wir uns den Strom gerade an. Wenn Sie das anzweifeln, das heißt also, der Strom wird so fließen, so. Das heißt, Sie kriegen einen Spannungsabfall, der in dieser Richtung gehen muss. Das heißt also, auch einen Spannungsabfall kriegen Sie, der in dieser Richtung gehen muss. Und damit muss der Strom so rumlaufen. Wenn ich das so auf dem Blatt Papier sehe, verwirrt es mich auch immer eher. Deswegen komme ich dann manchmal, wenn ich Ihnen einzeln die Sachen erkläre, in Stocken. Aber so an der Tafel, wenn es groß genug ist, sehe ich das sogar ohne Brille. So, 3. Ups. Was haben wir da? Da haben wir 2 R in Reihe. Da ein R parallel. Und dann haben wir, machen wir es so, R halbe, U0 und die beiden Rs hier, das ist wieder R gewesen, das ist auch R und R und hier haben wir I 5, 3. Ne? So. Ja, was brauchen wir? Den Strom, der da durchfließt. Also am besten erst einmal hier der Gesamtstrom an der Stelle. Hier I, wie soll ich den jetzt nennen? Meinetwegen 6,3, weil er da unten in dem Zweig ist. Der Gesamtwiderstand ist wieder der Schlüssel zur Geschichte. Also hier haben wir 2 R parallel mit einem R. Das sind wie viel R? Zwei Drittel, ja? Also 2R mal 1R durch 2R plus 1R macht 2 Drittel R. Dann haben wir hier R halbe U0 und hier unten nochmal R halbe, sodass wir hier kommen auf R, also 5 Drittel R. Ne? I 6, 3, R gesamt gleich 5 Drittel R, also ist I 6, 3 gleich 3 Fünftel mal 0 durch R. Und damit ist I 5,3
Wenn wir uns den Zweig hier angucken, der muss sich hier auf zwei Wege aufteilen und dann auch das Vorzeichen noch berücksichtigen, dann ist das gleich minus 1/2 I 6,3 gleich minus 3 Zehntel U0 durch R. Und auch den merken wir uns noch, den oben haben wir uns nicht gemerkt, den und den haben wir uns auch gemerkt jetzt doch. Dann ist I5 gleich I51 plus I52 plus I53 gleich 1 Zehntel U0 durch R minus 1 Zehntel I0 minus 3 Zehntel U0 durch R gleich minus 1 Fünftel U0 durch R minus 1 Zehntel I0. So. Das deckt sich mit dem, was ich hier habe. Ja, ich habe auch zwischendurch immer mal gespickt. Okay. Also Trick beim Überlagerungsverfahren ist immer das mit dem Vorzeichen, ne? Also die Story ist eigentlich immer relativ einfach. Also eigentlich bei, ich will jetzt nicht sagen allen Netzwerken, aber bei ganz, ganz vielen Netzwerken, die ein bisschen komplexer sind, nicht? Alle Quellen ausschalten, nur eine an. Rückrechnen. Bis man nur die Quelle und einen Widerstand hat. Das haben wir immer in irgendeiner Form gemacht, sodass man den Gesamtstrom raus hat und dann wieder alles expandieren, bis man an der Stelle ist, die man haben will. Und das immer hin und her. Also das ist so ein pulsierendes Rechnen im Prinzip, ne? Also Netzwerk zusammenfassen, Netzwerk auseinander, damit man an den Strom kommt, den man haben will. Der Trick ist, das mit den Vorzeichen richtig zu machen. Ich würde da empfehlen, nicht allzu viel zu überlegen, sondern einfach so wie vorgegeben und in allen Teilen gleich. Das ist entscheidend. In allen Teilen gleich die Pfeile zu lassen. Und wenn dann ein Pfeil mal falsch herum ist, na, dann wird es das Minuszeichen richten, ne? Also da kann man sich einfach drauf verlassen. Da muss man dann auch nicht den Pfeil umdrehen und sich überlegen, ob man irgendwas falsch und so gemacht hat, sondern das passiert dann einfach, nicht? Hier eigentlich in der Gänze, der hier war jetzt okay. An der Stelle hat man es eben eine positive Stromstärke rausgekriegt. Und für diese anderen beiden Sachen kam eigentlich raus, dass der Pfeil cleverer gewesen wäre, andersrum ihn einzuzeichnen. So what? Kannst aber auch nicht wissen, was es im Endeffekt ist, denn keiner weiß, wie groß I0 ist und keiner weiß, wie groß U0 durch R ist. Ne? So, Aufgabenteil B. Stellen Sie die Matrix für die Massenstromanalyse auf, wandeln Sie dazu gegebenenfalls Quellen in die besser geeignete Form vorher um. Achten Sie darauf, dass I5 nach Lösung des Gleichungssystems direkt zur Verfügung steht. Das sind so ein paar Randbedingungen an der Geschichte, die es eigentlich eindeutig machen, wie man vorzugehen hat, oder fast eindeutig machen. Und es damit natürlich auch leichter machen, für den Korrektor das richtig zu korrigieren. Ich wandle nochmal eben die Geschichte hier um. Das mache ich jetzt aber mal nur mit dem Schwamm. Hatten wir ja auch schon. Das heißt also, der hier da raus, die Quelle hier rein. So war sie, I0 mal R. Und das ist R, ne? Hatte ich, glaube ich, von Anfang an vergessen. So, B, Maschen, Strom, Analyse. So, man könnte jetzt mit dem Baum vorgehen. Das habe ich nicht unbedingt vor, mit dem Baum zu arbeiten. Ich nehme mal einfach Maschen an, und zwar nehme ich mal die als I1, willkürlich die hier als I2 und das Ding hier als I5. Ist eine Masche, auch wenn es bloß zwei Widerstände sind, ne? So, wer jetzt möchte, kann natürlich noch mal sagen, was der Baum war. Der Baum, den ich hier genommen hatte, ist der hier gewesen, ne? Das muss man nicht machen bei solchen Sachen, ne? Dann nimmt man halt die Maschen so, wie sie sind.
Okay, so, ich tabelliere das Ganze mal. I1, I2, I5. So, im I1er, in der I1er-Masche ist 1, 2, 3, R. In der 2er-Masche sind R, R, nochmal R, es macht 5 halbe waren es, ne? Eben auch 5 halbe R. In der Masche sind 2 R. Das sieht ja so aus, als wenn das, mal schreiben wir es mal schöner, 5 halbe R. Nicht, dass andere auf die Idee kommen, dass das 5 durch 2 R sein soll. Okay, so, Koppelung. 1 mit 2 koppelt an dem R hier, und zwar laufen die gegeneinander, also ist das minus R. 1 mit 5 koppelt nicht. 2 mit 5 koppelt an dem R, und zwar auch gegenläufig, also minus R. Wir spiegeln. Gut, rechte Seite. Rechte Seite in I1 laufen wir gegen U0 mit I0 mal R, also U0 minus I0 mal R. In der Masche hier laufen wir mit U0 und in der unteren Masche haben wir nichts. So. Taschenrechnergerechtes Aufstellen der Geschichte ist ein bisschen tricky, wenn Sie so wollen, geht aber. Taschenrechner. Vorbereitung. Das ist 3, minus 1, 0, minus 1, 5 halbe, minus 1, 0, minus 1, 2. I1, I2, I5 gleich U0 durch R mal 1 minus 1, 0 plus I0 mal minus 1, 0, 0. Das heißt, man muss es zweimal in den Taschenrechner tun mit unterschiedlichen rechten Seiten. Aber, ja, was soll's. Und dann käme das Gleiche wieder raus. Man kann das Ganze jetzt hier auch, ich habe es in der Musterlösung sogar von Hand gelöst, muss man nicht tun, so wäre es mit dem Taschenrechner vorbereitbar. Bitte? Wo sind unterschiedliche Vektoren hingesetzt worden? Wieder? Ich habe einfach nur die Buchstaben, also die Buchstaben, die ich nicht in den Taschenrechner tippen kann, die habe ich ausgeklammert. Also weil Buchstabe und Taschenrechner geht ja nicht. Also habe ich das ausgeklammert und dann ist das hier die rechte Seite. Und was Sie eigentlich nur lösen, ist diese Matrix gleich das da. Und das Ergebnis multiplizieren Sie mit U0 durch R. Müssen Sie aber zweimal machen, weil da steht U0 durch R und da steht I0. Also einmal mit dem Vektor als rechte Seite und einmal mit dem Vektor als rechte Seite. Fertig. Gut. Ja, okay, gut. Dann wie groß ist der Spannungsabfall über dem Widerstand, durch den I5 fließt? Das glaube ich irgendwie unnötig, oder? Achso, nee, warte, halt, da. D muss ich erst noch machen. A, B, C, D. Wie muss I0 eingestellt werden, wenn die obere Masche keinen Einfluss auf den Strom I5 haben soll? Das heißt, im oberen Widerstand kein Strom fließt. Begründen Sie Ihre Wahl mit Rechnung oder einem vollständigen Satz. So, und da kommen wir dann in die Geschichte rein, die etwas, wie soll ich sagen, die ein bisschen fishy wird. Also da kann man jetzt diese Aufgabenstellung auf verschiedene Arten interpretieren. Und ich meine mich zu erinnern, als ich das in der Klausur gemacht habe, habe ich da also viele, also mindestens zwei unterschiedliche Interpretationen richtig, als richtig erachtet. Nämlich meine und dann die, die die Mehrheit der Studenten gemacht hat. Und das ist nämlich letztlich auch die, die jetzt hier auftaucht. Bei meine war noch eine andere. So, was wollen wir haben? Wir wollen im Prinzip den Maschenstrom I1 gleich 0, ne, haben. So.
Und wenn ich mir das jetzt anschaue, was wir hier jetzt vorliegen haben, dann haben wir hier, bleiben wir bei dem da oben, bei dem Bild, dem modifizierten schon, I0 mal R, U0, R und hier waren das die R halbe. Das ist schon das vereinfachte Bild. Und hier soll I1 gleich 0 werden. Damit das so wird, können wir einfach hier aus dem Überlagerungssatz fast im Kopf ausrechnen, wie groß die Ströme sind. Nämlich einmal haben wir hier, also ich schaue nochmal runter, R gesamt gleich 5 halbe R, 2 Fünftel U0 durch R, minus, der geht ja andersrum, 2 Fünftel I0. Das richtig gemacht? Jo. Das ist nur der Einfluss der oberen Quellen. Zusätzlich muss der Einfluss der unteren Quelle auch gleich 0 werden. Auch damit lösen können, mit dem da oben. So, und da bräuchten wir eigentlich das andere Ersatzschaltbild nochmal, das nämlich auf dieser Seite hier steht. So, wie groß ist der... Ja, gleich. Das war vollkommen klar. Wie groß ist der Strom hier? I1,2, ich den da so nenne. Schauen wir uns erstmal an, was wir hier fließen haben. Das ist nicht I1,2, das ist, wie nenne ich den denn jetzt mal? Ja, das ist ja der I6,3. Den I6,3 hatten wir hier schon, das ist nämlich der 3 Fünftel U0 durch R. Und jetzt müssen wir nur noch wissen, wie viel davon denn eigentlich hier fließt. Ja, wie viel davon hier fließt. Dann ist also... Was habe ich zum Thema Pfeil und Minus gesagt? Das wird er schon richten. Ja, natürlich kommt da gleich ein Minuszeichen rein. Ja, ja, klar, aber die Mathematik wird das schon richten. So, also ja, klar, die gehen gegeneinander, aber das macht doch nichts. Den haben wir jetzt, also müssen wir gerade mal merken, 3 Fünftel, ich bin immer so schlecht im Merken, also 3 Fünftel U0 durch R, 3 Fünftel U0 durch R. Und dann haben wir hier noch eine Teilung von 2R zu R. So, gleich IU und dann ist I1,2 gleich minus 3 Fünftel U0 durch R mal der durch den, durch die Summe, also ein Drittel, also gleich minus 1 Fünftel U0 durch R. So, und damit fordern wir dann I1 gleich 0 gleich minus 1 Fünftel U0 durch R. Und wo hat es hier stehen? Da, ne? Plus 2 Fünftel U0 durch R minus 2 Fünftel U0 durch R. Und dann kommen wir auf gleich 1 U0 durch R minus, halt, da schreibe ich immer, I0 ist das, minus I0, 2 I0 durch 5 R und daraus folgt dann I0 ist gleich
1/2 U0 durch R. Und das ist sowohl in der Musterlösung als auch in der Kurzlösung falsch gewesen. In der Kurzlösung habe ich noch was Altes stehen und in der Musterlösung ist die 2 auf die falsche Seite gerutscht. So. Zu keinem Strom I1 führen. Ja, ich habe so ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge argumentiert. Ob das jetzt so didaktisch klasse war, kann man sicherlich diskutieren. Man hätte auch einfach hier reingehen können und sagen können, hey, wir müssen I0 so einstellen, dass I1 0 wird. Ne? Das ging ja auch. So, dann hätte man einfach I1 ausgerechnet, meinetwegen hier raus oder nochmal aus dem Überlagerungsverfahren und nicht mit irgendwelcher krummen Argumentation angefangen. So wie ich es jetzt gemacht habe. Also ich habe irgendwo so dazwischen argumentiert. Was man in der Elektrotechnik bei Netzwerken durchaus mal machen kann. Also auch durchaus praktisch macht, dass man Verfahren kombiniert. Was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe das Netzwerk aufgeteilt, den oberen Teil betrachte, weil ich da die beiden Quellen ja im Prinzip wunderbar einfach zusammenfassen kann und habe dann gemäß Überlagerungsverfahren den unteren Einfluss noch mit dazugenommen hinterher. Also ich habe so eine Mischung gemacht aus Überlagerungsverfahren und Vereinfachung. Und das ist durchaus, wenn man Netzwerke nicht systematisch betrachtet, also vollkommen systematisch betrachtet, ist das durchaus üblich, dass Elektroingenieure so argumentieren. Ne? Also hier ein bisschen zusammenfassen und ausrechnen und da ein bisschen noch Überlagerung dazu und so. Kommt vor. Ja, sind eben keine Maschinen. Wir. Zum Glück nicht. So, dann brauchen wir noch den Spannungsabfall über dem Widerstand hier. Das heißt also, wir können jetzt in E den I5, damit den I5 ausrechnen. Der I5 stand hier hinten. 1/5 minus I0 ist 2, U0 durch R, Quatsch. Ah, da habe ich, glaube ich, den Fehler fortgesetzt. Also für 1 minus 1/5 U0 durch R, minus 1/10 I0, können wir einsetzen, minus 1/5 U0 durch R minus 1/20 U0 durch R. 1, 2, 3, 4 sind, 6, ne? Zwanzigstel gleich minus 1/4 U0 durch R und damit ist der Spannungsabfall U5 gleich minus 1/4 U0. Das stimmt sogar. Ja, bitte. Nee. R halbe. Kommt raus, ja. Ja. Also, klar. Stimmt. Das habe ich in der Musterlösung habe ich das sogar so gemacht. Hier habe ich das eben nicht gemacht. Hier bin ich eben wirklich über den I gegangen. Aber die finden Sie andere Lösungen auch nochmal, ne? So, stellen Sie nun I0 so ein, dass I5 gleich 0 wird und geben Sie dann die Leistungsumsätze in den einzelnen Widerständen an.
Also I5 gleich 0. A, B, C, D, E, F. I5 gleich 0 heißt 0 gleich minus 1 Fünftel U0 durch R minus 1 Zehntel I0. Daraus folgt dann I0 gleich 2 U0 durch R. Das ist nämlich die Lösung, die ich da oben schon hingeschrieben hatte. Und zwar noch das Minuszeichen davor. Richtig? Ja, richtig. Sonst wird es nichts. So, und jetzt brauchen wir die Leistungsumsätze noch. Und da habe ich müssen wir erstmal gucken, wo kein Strom ist. Leistungsumsätze. So, das heißt, wir haben keinen Strom bei I5. I5 gleich 0 führt zu, ich schreibe mal das Netzwerk mal nochmal hin. U0. Machen wir doch so rum. Minus 2 U0. R. Ah, ein bisschen gequetscht jetzt. R und R halbe. So, und hier ist I5 gleich 0. So, das heißt also, wir haben, jetzt können wir das mal ausstreichen, wir haben hier keinen Umsatz. Wir haben hier keinen Umsatz. Weil wenn da kein Strom fließt, fällt hier keine Spannung ab. Wenn hier da keine Spannung abfällt, fällt auch da keine Spannung ab. Wenn hier über diesen beiden, durch diesen beiden, diese beiden kein Strom fließt, ist auch hier der I gleich 0. Das heißt, den können wir auch wegmachen. Das heißt, insgesamt haben wir hier einen Spannungsabfall von U gleich 0 und damit auch da U gleich 0. So, wenn hier U gleich 0 ist und offensichtlich kein Strom geflossen ist, dann ist hier natürlich auch der I gleich 0. Und in dem haben wir keinen und in dem haben wir auch keinen in diesem Schaltbild. So, nur ist das ja nicht die reine Wahrheit, sondern schon was Verändertes. Ne? Wir haben nämlich eigentlich das alte Schaltbild gehabt. Ich male es nochmal ausschnittsweise hin. Das so aussah, R und hier I0 und da geht es weiter und da geht es auch überall weiter. Und hier haben wir den Strom I gleich 0 und hier haben wir auch I gleich 0 und da unten haben wir auch I gleich 0. Das heißt also, hier haben wir I gleich I0. Und damit haben wir einen Widerstand mit Leistungsumsatz, das ist nämlich der P, R meinetwegen hier, ich nenne ihn mal R rechts. Und das ist I0 Quadrat mal R. Und die dritte Spannungsquelle habe ich jetzt deshalb nochmal von Anfang an weggelassen. Was habe ich weggelassen? Die dritte Spannungsquelle unten. Weil ich sie nicht gezeichnet habe. Ich habe sie schlicht weg. Ach so, okay. Ha, jetzt, ich habe mich aber ausgetrickst. Ich habe mich aber ausgetrickst hier, oder? Ich bin nicht ausgetrickst. So, ne? U0. Ja, aber so ist es. Doch, das ändert was. Das ändert nämlich
diese Geschichte hier. Wir haben immer noch I gleich 0 überall hier, aber wir haben jetzt den Spannungsabfall U0. Genau, man muss das nämlich auch alles richtig hinzeichnen oder richtig spicken und abschreiben. Also wir haben hier jetzt den Spannungsabfall von U0. Damit haben wir auch da den Spannungsabfall U0, genau. So, und damit haben wir hier eben keine Spannungsquelle, kein Strom mit 0, sondern den. Und dann haben wir das natürlich nicht, sondern wir haben in dem einen Spannungsabfall von U0. Wir haben hier den gleichen, ich male den mal hier hin, auch wenn der nicht interessiert, hier einen Spannungsabfall von U0. Und da hier auch der gleiche Strom fließt, haben wir hier auch einen Spannungsabfall von U0. Das heißt also, in allen Widerständen P R von U0 Quadrat durch R, den müssten wir jetzt nur noch tatsächlich nochmal umwandeln in das, die Geschichte hier. Und wir stellen fest, dass wir auch hier rüber einen Spannungsabfall haben müssen von minus U0. Und das ist auch der, den wir hier haben. Genau, und dann wissen wir auch den Spannungsabfall über dem. Und dann gilt genau dasselbe wie da. In jedem der oberen Widerstände haben wir U0 Quadrat durch R Leistungsumsatz. Und das war schon entscheidend, diese hier zu vergessen. Also, Dankeschön. Ich habe noch eine Frage zu dem Leistungsumsatz. Wir haben jetzt immer die Stromquelle, die Spannungsquelle, äquivalent hin und her. Ja. Aber wenn man die Leistung betrachtet, ist das ja ein Unterschied. Ja. Weil bei der Spannungsquelle habe ich ja keinen Leistungsumsatz, erst wenn ich gekürzt bin. Ja. Ja, genau. Also das dürfen Sie auch nicht. Sie dürfen nicht in der umgewandelten Quelle den Innenwiderstand, den Leistungsumsatz im Innenwiderstand bestimmen. Können wir uns das mal schnell angucken hier. Leistungsumsatz in umgewandelten Quellen. Ja, machen wir es als Stromquelle. Das war ja das Ursprungsproblem. IQ, RI. Und hier haben wir den RL. Dann ist PI gleich IQ mal der durch den nicht, RL durch RI plus RL und das Ganze zum Quadrat mal RI. Und wenn wir das umwandeln, dann hätten wir den RI. Den RL, doch jetzt war es richtig, und hier haben wir IQ mal RI und dann ist PI gleich IQ mal RI Quadrat durch RI plus RL zum Quadrat mal 1 durch RI. Sollte ich das vielleicht mal ausklammern? Ja, kann ich ja machen. IQ mal RL durch RI plus RL Quadrat mal RI hoch 3 durch RL Quadrat. Ist das das Gleiche? Ja. Also ich kann es auch komplett ausrechnen. Das,
Also ist vielleicht etwas einfacher zu sehen. IQ Quadrat mal RI RL durch RI plus RL. Das ist das. Und das hier war IQ Quadrat und das ist auch noch zu Quadrat mal RI plus RL auch zum Quadrat. Und da haben wir jetzt RI hoch 3. Und das ist nicht das gleiche, wie man offensichtlich, wie man sieht, ne? Wie ich schon mehrfach gesagt habe, ja. Ungleich Leistungsumsätze bei umgewandelten Quellen. Immer im Ursprungsnetzwerk berechnen. Meine, Sie können natürlich hiermit jetzt auch, also Sie können das eine natürlich in das andere umwandeln, wenn Sie wollen. Also Sie können diese Formel jetzt ins Verhältnis setzen und dann können Sie die entsprechenden Buchstaben da austauschen, wenn Sie wollen, indem Sie dann von dem einen ins andere kommen. Aber würde ich nicht empfehlen. Ich würde ins Ursprungsnetzwerk zurückgehen und da rechnen. Ja, klar. Das kommt darauf an, wie Sie das machen, also wie Sie das Ding betreiben wollen, nicht? Wenn Sie eine Stromquelle leerlaufen lassen, dann wird der Innenwiderstand geheizt. Zum Beispiel, ja. Wenn Sie eine Spannungsquelle kurz schließen, dann wird die warm und die Stromquelle aber nicht, ne? Weil da wird alles im Externen umgesetzt. Bitte? Ja. Nicht, dann, daran passiert da nichts. Also wenn Sie eine Stromquelle niederohmig belasten, also wenn Sie eine Stromquelle sollten Sie niederohmig belasten, dann haben Sie wenig Leistungsumsatz im Innenwiderstand und eine Spannungsquelle sollten Sie hochohmig belasten, dann haben Sie auch da wenig Leistungsumsatz im Innenwiderstand. Und das macht man ja auch, ne? So ein Kernkraftwerk, bitte belastet man eher hochohmig. Also das hat einen relativ geringen Innenwiderstand, so ein Atomkraftwerk, und das ganze Netz drumherum sollte deutlich hochohmiger sein als das Kraftwerk. Sie wollten noch was. Na, hier muss ja sein. Also wenn hier kein Strom fließt, dann gibt es hier keinen Spannungsabfall. Und wenn es da keinen Spannungsabfall gibt, dann gibt es auch hier keinen Spannungsabfall und dann gibt es auch da keinen Strom. Also kann in beiden Zweigen hier kein Strom fließen. Also fließt auch da kein Strom. Und dann da auch nicht. Ja, genau. Gut. Weitere Wünsche? Nicht? Oder doch? Wie sind Sie jetzt oder wie fühlen Sie sich jetzt mit dem Maschenstromverfahren? Bei einer der Aufgaben bei der 6, wenn man nach dem Formelblatt von Ihnen geht, soll man Stromquellen ja immer umwandeln. Da war es nicht so. Das war die 6.3, glaube ich. Doch. Die ist nur ein bisschen auseinandergerissen, die Stromquelle. Da ist nämlich ganz links die Stromquelle, die sieht sehr ideal aus, und ganz rechts ist der Innenwiderstand dazu. Ja, und daraus meine Spannungsquelle? In der Lösung wird die Lösung habe ich es anders angesetzt mit einem Trick, den ich Ihnen aber dieses Jahr nicht gezeigt habe. Als Maschenstrom zu nehmen. Ja.
Das kann man machen. Sie haben das, glaube ich, gemacht, ne? Also das geht. Sie können auch in dem Maschenstromverfahren unter gewissen Voraussetzungen mit idealen Stromquellen arbeiten. Solange Sie die Stromquelle, ideale Stromquelle nicht auf den Baum gelegt haben, dann können Sie damit arbeiten. Ja, würde ich aber, lassen Sie es. Wandeln Sie um und gehen Sie davon aus, dass das auch Prüfungen oder so sein wird. Ja, ist doch auch richtig. Können wir gleich angucken. Ne? Sind Sie dann mit den Sechsern soweit durch? Alle? Wer ist bei 6.4? Durch. Durch. Wer ist bei 6.5 durch? Warum sind das jetzt mehr Hände als bei 6.4? Wer ist bei 6.6 durch? 6.7? Ja gut, dann sind sie ja gut dabei, ne? Gibt es die überhaupt, die 6.7? Ja. Gut. Ja, okay, die ist ja noch relativ einfach. Und dann können Sie ja mit den mit der 7 weitermachen. Knotenpotenzialverfahren machen wir nächste Woche noch nicht in der Probeklausur. Da machen wir nur die, bleibt es bei der Maschenstromanalyse. Sonst noch Fragen oder Kommentare? Ja, diese. 16. Ist doch diese Woche. Bitte? Ja. Ja. Okay. Ja, wie gesagt, wenn Sie lieber Standardvorlesungen haben wollen, aber ich merke jetzt schon, also was mir auffällt ist, dass die Benutzung des Handys, so WhatsApp schreiben oder sowas, die schreiben natürlich nur mit, wenn sie irgendwelche elektrischen Devices aufhaben, ich weiß, dass das also während wir hier rechnen deutlich runtergegangen ist, während wenn ich hier irgendwie Vorlesung oder sowas in dem Stil mache, dann kommen schon die ersten Handys wieder raus und es werden ganz wichtige, ich nehme mal an, WhatsApps oder so geschrieben oder Nachrichten geschrieben. Von daher, ich finde das Rechnen in der Richtung ganz attraktiv. Aber gut. Legen Sie los. Wenn Sie das anders sehen, sagen Sie Bescheid. Wir können das jederzeit umstellen. Das ist gar kein Problem.